Fastfood-Geschäft des Unternehmens Grana SA in Paraguay, das auf die Produktion von Sojasaatgut spezialisiert ist. Für Bayer Crop Science ist die Übernahme ein weiterer Schritt auf dem Weg zu noch besseren Sojabohnen und sie unterstreicht auch den Stellenwert Lateinamerikas in diesem Geschäft. In den vergangenen 3 Jahren, da hatte das Unternehmen mehrere Zukäufe schon in Lateinamerika getätigt. Und darüber und natürlich auch über BASF möchte ich jetzt mit Thorsten Küfner vom Anlegermagazin Der Aktionär sprechen. Herr Küfner, Bayer kauft in Südamerika zu. Wie sehen Sie denn die Bayer-Aktie momentan? Ja, guten Tag, Frau Klar. Also wir bleiben für Bayer positiv gestimmt. Ich meine, der heutige Zukauf oder der Zukauf vom Freitag zeigt ja ganz deutlich, wohin die Richtung geht. Bayer fokussiert sich ganz klar auf die zwei lukrativsten und wachstumsstärksten Bereiche. Das sind eben die Agrarchemie und die Pharmasparte. Man hat in den vergangenen Jahren, wie Sie gesagt haben, schon mehrmals in Südamerika zugekauft. Hier hat man sich glänzend positioniert. Das Sojagut, einer der Hersteller von Sojagen, der gehört auch sicherlich, passt sehr gut in das Portfolio von Bayer rein. Also wir sind weiterhin sehr zuversichtlich gestimmt, dass Bayer hohe Wachstumsraten erwirtschaften wird. Man ruht sich ja nicht auf dem organischen Wachstum aus, sondern man kauft zu in Asien, in Lateinamerika, in Afrika und wir werden das schon positiv. Die Bayer-Aktie gefällt uns weiterhin sehr gut. Von der Bewertung her ist sie jetzt zwar kein absolutes Schnäppchen mehr, aber im Peer-Group-Vergleich jetzt auch nicht wirklich teuer und von daher sagen wir ganz klar kaufen. Ja, während es bei Bayer ziemlich gut läuft, da zeigt die BASF-Aktie Schwäche und die hat man in letzter Zeit stark korrigiert. Wie sehen Sie denn den Chemiewert derzeit? Also grundsätzlich gefällt uns BASF eigentlich sehr gut, aber wie gesagt, momentan ist ja wirklich eher etwas der Wurm drin. Das liegt vor allem an zwei Dingen. Zum einen gab es zuletzt immer mehr Analystenkommentare, in denen die Experten davor gewarnt haben, dass BASF eventuell dieses Jahr oder auch die mittelfristigen Ziele nicht erreichen könnte. Und das wiegt natürlich schwer auf der Aktie. Zudem kommt hinzu, dass man mit der Tochter Wintershall nun sehr stark von der Öl- und Gaspreisentwicklung abhängt. Und die war in letzter Zeit wirklich nicht gerade berauschend für Wintershall und das belastet die Aktie zusätzlich. Hinzu kommen noch andere Meldungen wie etwa schwache Konjunkturdaten, denn BASF ist nach wie vor ein sehr zyklisches Unternehmen und das belastet den Aktienkurs. Man sollte jetzt als Anleger vor allem jetzt die nahe Unterstützung im Bereich zwischen 68, 69, ja auch 70 Euro im Auge behalten. Sollten diese Unterstützung halten, dann bleibt die Aktie in Kauf. Sollte sie durchrutschen, sollte man hier dann die Reißleine ziehen und den Stopp so ja knapp bei 67 Euro entziehen. Besten Dank, Thorsten Küfner vom Anlegermagazin Der Aktionär. Dankeschön, tschüss. Liebe Zuschauer, nicht ganz so gut sieht's bei